Liebe Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Aufgeflogen. Wer von euch ist schon einmal aufgeflogen? Oder ein Geheimnis von euch ist aufgeflogen? Oder eine Lüge von euch ist aufgeflogen? Oder vielleicht eine schlimme Tat? Aufgeflogen vielleicht durch euch, durch eine Dummheit oder vielleicht auch durch eine bewusste Aktion, weil ihr wolltet, dass etwas auffliegt, weil euch das vielleicht zu sehr belastet hat oder vielleicht ist irgendetwas aufgeflogen durch einen anderen, der quasi das gezielt gemacht hat als Racheaktion gegen euch. Aufgeflogen, ganz einfach aufgeflogen, das ist unser Thema. Wenn ihr gerne mit mir drüber sprechen wollt, meldet euch 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de mailen und nicht die Telefonnummer vergessen, wenn ihr mailt. So, der erste Anrufer heute Nacht ist Elvis. Elvis, 28, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Ja, ist das dein Spitzname? Nein, das ist mein richtiger Name. Ist das in der Tat wahr? Ja, ehrlich. Mama und Papa haben ihn Elvis genannt. Ja. Da muss ich nicht fragen, welche Musik die Eltern gerne hörten. Die hörte nicht Elvis, das war mein Patenonkel. Aha. Ja. Gut, wir wollen aber nicht über den Vornamen reden, genau, sondern über das Thema aufgeflogen. Bei dir ist irgendwas aufgeflogen. Ja, und zwar ist bei mir aufgeflogen, ich habe mich vor gut 3 Monaten im Internet, also im Chat, in ein Mädchen verliebt. Mhm. Und das ist nach einer Zeit, also nach 3 Monaten, ist es aufgeflogen, in dem, dass ich eine Lebensgefährtin habe. Achso, ist es aufgeflogen für sie quasi, dass du eine Lebensgefährtin hast? Bei meiner Lebensgefährtin ist es aufgeflogen, dass ich eine Beziehung im Chat habe. Ach so, so rum. Ach so. Ja. Wie ist es aufgeflogen? Ja, es ist so aufgeflogen. Ich denke mal, die wurde nach einer Zeit ein bisschen stutzig, warum ich so viel im Internet hänge. Deine Lebensgefährtin? Genau. Ja. So, dann ist sie irgendwann mal, wo ich nicht da war, mit meinem Chatname reingegangen, hat meine E-Mails nachgelesen. Woher wusste die deinen Chatnamen? Sie kennt meinen Chatnamen. Sie wusste das, weil sie ist auch in den Chatraum. Ach so, ach so. Mhm. Weil sie da auch, da kann man spielen und. Ja. So, und auf jeden Fall ist sie dann mal mit meinem Namen reingegangen und ja, meine Chatfreundin schreibt mich an. Sie ist im Glauben, ich bin dran. Sehr peinlich. Ja, sehr peinlich. Sehr peinlich. Hat sie sich erstmal überzeugt, läuft da was, läuft da nichts, ist dann mit meinem Namen drin geblieben, hat sich als mich ausgegeben. Und hat die Sache erstmal hochgekocht? Ja. Ja. Hat das dann, ja, mal gut lange mitgespielt und dann hat sie irgendwann mal gesagt, hör mal. Wie lange mitgespielt? Ja, sie hat jetzt da eine Stunde oder eine anderthalb Stunde, ja. mit ihr geschrieben. Ja. Ja, und dann hat sie gesagt, ich bin die Freundin vom Elvis. Ja. Schweigen am anderen Ende der Leitung? Ja. Wahrscheinlich. Ja, so lustig ist das ja nun nicht. Nee. Was heißt 3 Monate Chat-Verbindung? War das jetzt nur per Chat oder hattest du diese Frau auch schon mal getroffen? Wir hatten vor, uns zu treffen 2 Mal, das ist aber misslungen, sie konnte nicht. Ja. Und da hatte sich das verschoben, wir wollten uns nochmal treffen. Aber de facto hattet ihr euch noch nicht gesehen? Nein, wir haben uns noch nicht gesehen. Gesehen haben wir uns über ein Messenger-Programm, über Webcam. Und habt mit dieser Webcam Schweinereien gemacht? Nein, das haben wir nicht. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Nein, die Webcam, also muss man vielleicht erklären, dass man an dem PC so eine kleine Kamera anschließen kann und wie so ein Telefonprogramm, genau, kann man dann mit den Leuten reden, genau, und man sieht sich dann eben auch, genau, wie im Fernsehen, wie so ein kleiner, richtig, Fernseher, ja, ist das. Ja. So, ja, wie hat deine Lebenspartnerin jetzt dann darauf reagiert? Ja, wie hat sie darauf reagiert? Sie hat ihre Sachen genommen und hat gesagt, ich werde erstmal bei dir ausziehen. So hart gleich? So hart, ja. Wie lange seid ihr schon zusammen gewesen? 2 Jahre waren wir zusammen. Ist in diesen 2 Jahren sonst irgendetwas mal vorgefallen, von deiner Seite aus? Nein, nie. Nie? Du warst also ein ganz treuer Schluffel? Ich bin immer ganz treu gewesen, ja. Und ist sie jetzt ausgezogen? Sie ist jetzt ausgezogen. Sie ist jetzt vorübergehend zum Bruder. Also ich kämpfe, um sie wieder zurückzubekommen, aber... Wie lange ist sie jetzt weg schon? Sie ist vorgestern ausgezogen. Vorgestern ausgezogen. Und wann, ja, wann hat sie das entdeckt? Vor 3 Tagen. Dienstmontag. Zwischen Montag und Dienstag in der Nacht, weil wir haben immer in der Nacht geschrieben. Ich habe gewartet so bis 1, 2 Uhr, bis deine Frau Lebensgefährtin am Schlafen war, ja, und dann auf dem Chat. Wieso hast du es gemacht? Bist du unzufrieden mit deiner Beziehung? Nein, überhaupt nicht. Warum hast du es dann gemacht? Es war Interesse. Ich weiß es nicht. Wir haben... Interesse ist klar, aber woher kommt das Interesse? Sie war freundlich, sie war liebevoll, sie war...
mit dieser Person konnte man sich einfach unterhalten. Gut, aber dir ist ja klar, dass du dich da direkt auf heißes Terrain begibst, wenn du mit einer Frau anfängst zu chatten und euch zu unterhalten, wenn du in einer Beziehung bist, ist ja klar. Das ist richtig. Wenn du dich nur gut unterhalten willst, kannst du dich mit einem Typ unterhalten. Ja, aber irgendwann hat sie mal zu mir gesagt, sie guckte mir in die Augen jetzt über Kamera und sagte, hör mal, ich habe mich in dich verliebt. Ich wurde erstmal rot und habe gesagt, ja, ich mich auch in dich. Oh. Ob es jetzt in dem Moment so war, weiß ich nicht. Ist denn dennoch, also ich meine, sowas fällt ja nicht vom Himmel. Nein. Wenn man wirklich in einer komplett glücklichen Beziehung ist, sage ich immer so, passiert sowas nicht. Nein. Wo sind so die kleinen Schwachstellen in eurer Beziehung? Ich bin ganz ehrlich drin, wir haben keine Schwachstellen. Keine einzelne Schwachstelle. Das heißt, vor lauter Übermut hast du gedacht, noch ein Mädel. Und dann habe ich ein bisschen mehr Spaß. Wahrscheinlich zu gut, eine zu gute Lebensgefährtin hatte ich. Zu gut. Was heißt das, zu gut? Sie hat alles für mich getan. Ah, sie hat zu viel für dich getan. Ja. So, dass es dir sogar ein bisschen zu langweilig wurde. Nee, sie... Weil wenn man alles serviert bekommt, ist man irgendwann nicht mehr motiviert. Dann denkt man ja, okay, die Kleine, die habe ich im Sack und ist gut. Ob ich jetzt so gedacht habe, das ist eine sehr gute Frage. Ja. Aber ich glaube, da ist was dran. Sex lief auch noch immer gut bei euch? Wunderbar, wunderbar. So, und nun ist sie weg. Nun ist sie weg. Ist das jetzt nur so eine theatralische Geschichte, dass sie mal ein paar Tage... Oder ist das sehr ernst? Also ich denke mal, sie ist sehr ernst. Sie hat mehrmals gesagt, wenn jetzt mal Kleinigkeiten waren, ich ziehe aus oder es bringt nichts. Aber sie ist nie ausgezogen, ne? Also, weißt du, so ganz im Ernst jetzt, das ist zwar eine miese Nummer, die du da hingelegt hast. Ja, sehr mies. Das tut mir auch sehr leid. So, aber deshalb gleich auszuziehen, finde ich wiederum auch sehr stark reagiert. Also entweder ist das jetzt, wie ich gerade schon sagte, vielleicht etwas sehr Theatralisches, oder aber es ist ein Ausdruck von einer Unzufriedenheit, die sich da schon auch aufgestaut hat bei ihr. Und das war jetzt nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ich weiß es nicht. Ja, die Frage ist jetzt nur, wie gehe ich die Sache jetzt an? Lass es jetzt erstmal in Ruhe. Wie seid ihr denn jetzt verblieben? Sie ist ausgezogen, wahrscheinlich im Streit? In Wut, erstmal in Wut. In Wut. Ja, sie hat gesagt, dass, weil sie fragte, wie lange geht das schon? Ich habe gesagt, komm, setz dich hin, wir unterhalten uns darüber. Ich sagte von A bis Z, wie es gewesen ist. Dann habe ich ihr alles erzählt und. Ja, und dann ist sie erst mal ins Schlafzimmer gerannt, heulend, ne, und hat dann ihre Sachen genommen und gesagt, ja, ich muss jetzt zu meinem Bruder, das war alles zu viel. Ja. Und dann ist sie zu dem Bruder gefahren? Ja. Und seitdem habt ihr nicht mehr gesprochen? Ich habe sie versucht anzurufen und sie meinte, ich soll sie mal bitte in Ruhe lassen, sie müsste über alles nachdenken. Okay, dann lass sie in Ruhe, ein paar Tage. Mhm. Ein paar Tage. Ja. Aber, so nächste Woche würde ich mich dann schon mal melden. Mhm. Ich würde mich auch bei ihr vielleicht in einer Form schon mal vorher melden, ohne ihr zu nahe zu treten. Du weißt ja, wo sie ist im Moment. Ich weiß, wo sie ist, ja, natürlich. Also ich schreibe sie auch SMS, dass es mir leid tun würde und... Ja, gut, SMS ist immer so, es ist so kurz, da kann man sich nicht... Ja, das ist alles Quark irgendwie. Kannst du ihr, hat sie dort auch, kannst du ihr mailen? Hat sie ein eigenes Fach, in das sie auch reingehen kann bei ihrem Bruder? Ja, die hat ihre eigene E-Mail-Adresse und der Bruder, der hat auch Internet. So, dann würde ich ihr vielleicht mal in aller Ruhe, aber wirklich in aller Ruhe und nochmal aus ganzem tiefstem Herzen sagen, wie leid es dir tut und wie lieb du sie hast und dass du wirklich daran interessiert bist, das weiterzuführen und dass es nie wieder vorkommt. Ja. So, und dann, aber einmal ist auch wieder gut. Nicht aufdringlich werden. Nicht aufdringlich, das nervt total, wenn man in so einer Situation ist, die will erstmal ihre Ruhe haben. Aber vielleicht will sie auch zurückerobert werden. Ich meine, sie ist verletzt worden. Ich denke es auch. Ja. Ja, weil da kenne ich sie für. Sie will Überzeugung haben jetzt. Ja, verständlicherweise. Sie will ja, doch. Natürlich. Ja. Und mehr wie als sagen, es tut mir leid, kann ich ja auch nicht machen. Wie soll ich ihr es jetzt beweisen, dass es mir leid tut? Ist klar, du musst in mehr als sagen kannst du es nicht. Das ist schon richtig. Aber da macht der Ton ja auch die Musik, wie man das sagt. Genau. Deswegen finde ich das mit dem SMS so blöd. Da kann man nur so ein paar Sätze da schreiben. Ja, eine ausführliche Mail oder ein Brief ist da schon besser. Ja. So musst du es machen, Elvis. Ich bedanke mich, Domian. Alles Gute. Domian, darf ich mal schnell jemanden grüßen? Eigentlich nicht, aber weil du Elvis bist. Ja, dankeschön. Den Tony Montana 1 grüße ich ganz herzlich. Na, wunderbar. Bekomme ich eine Karte von dir mit Autogramm? Du legst auf, wir rufen dich nochmal an. Okay, danke. Tschö.
Tschüss, Domian. 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer kostenfrei für euch. Wenn ihr euch auch heute beteiligen möchtet hier an der Sendung, unser Thema heißt Aufgeflogen. Ist bei euch irgendetwas schon mal aufgeflogen? Eine Lüge, ein Geheimnis, eine schlimme Tat, die ihr verheimlicht habt? Und wie ist es aufgeflogen? Ist es durch euch aufgeflogen, durch jemand anderen aufgeflogen? Wolltet ihr vielleicht sogar, dass es aufgeflogen ist? Wie geht es euch, nachdem die Sache aufgeflogen ist? Manchmal geht es einem ja gar nicht so schlecht, weil so eine Sache einen ja unter Umständen auch bedrücken kann. Aber es kann einem auch Hundeelend gehen danach. Wie auch immer. Also wenn ihr gerne mit mir reden wollt und mir erzählen möchtet von euch, dann ruft an oder mailt unter domian@wdr.de. Hier ist der Jan und Jan ist 25. Hallo Jan. Jan ist nicht da. Dann würde ich sagen, geht es weiter mit dem... Mit Bernd. Bernd ist 23. Guten Morgen, Bernd. Morgen, Domian. Guten Morgen. Aufgeflogen. Ja, sozusagen. Und zwar, ich hatte einen Kumpel bei mir zu Besuch. Meine Frau war momentan betrieblich unterwegs von ihrer Firma aus. Mhm. Und ja, dann hatte ich mit dem Kumpel halt ein paar Bier getrunken, einen Film geguckt, mal wieder ein bisschen gequatscht. Den hatte ich lange nicht gesehen. Mhm. Und dann hatte er irgendwann die Idee, lass doch mal ein paar Hostessen anrufen. Das wollte Hostessen? Genau, also ja, ich sag mal sowas. So ja, sagt man es vornehm. Genau, Frauen, ja, die man sich mieten kann. Ja. Na, jedenfalls war es dann irgendwann so, dass er die wirklich direkt einladen wollte, wo ich dann einfach nur angeguckt habe, man, du weißt, ich bin verheiratet, was willst du denn jetzt von mir? Ja. Und ja, dann... Also er wollte die direkt zu euch in die Wohnung holen? Richtig, ja. Mhm. Da dachte ich erst, er macht einen blöden Scherz oder so, ja. War aber nicht der Fall. Ja. Dann haben wir ein paar Bier mehr getrunken, dann war meine Laune irgendwann auch gekippt, weil ich auch gerade einen Streit hatte mit meiner Frau. Mhm. So 3 Tage davor hatte sich eigentlich auch wieder eingependelt, aber dachte mir, naja gut, machen wir mal einen Spaß. Mhm. Haben wir die eingeladen? Ein oder zwei? Zwei. Zwei? Zwei. Wenn schon, denn schon. Ja, richtig, genau. Klar. Ja, obwohl meine Absicht eigentlich noch gar nicht war, dass ich da irgendwie was mache. Natürlich nicht. Man kann sich auch gut unterhalten mit Hostessen. Richtig, mein Kumpel hatte andere Vorlieben, das war mir auch klar, der würde auch dann zur Sache gehen, denke ich mal. Mhm. Dachte ich mir jedenfalls. Und naja, ich saß dann auf dem Sofa. So, dann kamen die Hostessen wie lange dauert das? Man ruft eine Hostess an und wann ist sie da? Anderthalb Stunden waren das. Das dauert eine Weile. Okay, da hattet ihr wahrscheinlich noch ein oder zwei Bierchen gezwitschert. Richtig, und das war dann wahrscheinlich auch mein fataler Fehler. Und wart in noch besserer Stimmung als vorher. Richtig, also ich war dann auf einem guten Limit, Pegel besser gesagt. So, jetzt kamen die beiden Mädels an. Richtig. Erzähl uns alles. Genau. Was passierte dann? Jedenfalls, ja, dann haben wir ein bisschen gequatscht, Sympathie aufgebaut. Mhm. Und dann ging es zur Sache. Also, richtig. Mein Kumpel ist zuerst losgezogen ins Gästezimmer bei uns. Ja. Und ja, dann ging es weiter. Dann kamen die zu mir, hat Annäherungsversuche irgendwie ja so gemacht. Die übrig gebliebene? Genau, richtig. Mhm, ja. Und ja, irgendwie fühlte ich mich auch ein bisschen blöd. Da dachte ich mir, jetzt kannst du nicht Nein sagen. Das lag aber wahrscheinlich auch an meinem Pegel, den ich da erreicht hatte. Und ja, dann bin ich mit denen ins Schlafzimmer gegangen und dann ist halt einiges passiert. Ging's ab. Genau. Jeder mit seiner Hostess oder hinterher gab es auch noch eine Gruppen? Nee. Orgie. Nee. Das nicht. Also, nee, das ist nicht so, so weit ging es dann nun doch nicht. nee, das ist nicht so mein Ding. Nee, und dann, ja, das war jetzt erstmal so die Einleitung der Geschichte. Ja. Das Schlimme war ja, meine Frau hat mich dann sozusagen ertappt. Ja, wie? Die, sie kam nach Hause, 2 Tage später. Mhm. Ja, nach einem dicken Kater und so, dann dachte ich mir so, okay, jetzt musst du ranhalten. Nicht auffällig werden oder so. Und naja, dann sind wir halt abends mal zu Bett gegangen. Mhm. Und dann fand ich halt hinter der einen Ecke am Bett Visitenkarten. Da lagen halt 3 Stück rum. Nein, das ist ja wieder filmreif. Da hat die ihre... ihre Visitenkarte bewusst doch hingelegt oder verloren? Das kann ich nicht sagen. Also vielleicht lagen die auf dem Nachttisch und sind runtergefallen oder sind wirklich verloren gegangen. Ich habe keine Ahnung. Ja. Jedenfalls wurde es mir zum Verhängnis. Und... Ja. Was sagt man denn in dem Moment? Du liegst mit deiner Frau im Bett und die liest eine Visitenkarte, eine Hostess und kapiert natürlich sofort, was das bedeutet. Naja, hat sie es direkt kapiert, was es bedeutet, diese Visitenkarte? Weil ich dann halt versucht hatte, sofort zu agieren, indem ich ihr gesagt habe,
Ja, ich hatte den Marco jetzt hier und ja, weiß nicht, vielleicht ist ihm rausgefallen oder so. Ich meine, sie hat mir da eigentlich vertraut. Und das war ja so die Sache, warum es mich dann auch immer mehr in die Röte gezogen hat in meinem Gesicht. Ja. Also das hat mich, weiß ich nicht. Was stand denn auf dieser Visite? War mir sehr unangenehm. Was stand denn dann genau drauf auf der Karte? Naja, halt der Name. Des Mädels? Hostessen-Service. Ah ja. Und um die Uhr halt. Gut. Also, jetzt nichts Besonderes, aber es war halt eindeutig. Ja, ja. Naja, und dann, weiß nicht, hat meine Frau dann irgendwann doch mal angerufen in dieser Firma. Also es war so eine, ja. Achso, die Story da mit dem Freund und das ist ihm rausgefallen, das war ihr dann doch ein bisschen zu... Ja, scheinbar. Also erst dachte ich so, sie hat Vertrauen und das würde passen, aber hat nicht lange vorgehalten. Dann hat sie da doch nochmal angerufen, hat sich erkundigt, hatte aber keinen Erfolg, weil die halt, sage ich mal, Daten nicht rausgeben dürfen. Die sind völlig diskret. Genau. Mhm. Also war schon ein bisschen besserer Service, sag ich mal, nicht so, naja, gibt ja auch nur 15 oder so. Ey, du es weiterzählst, fällt mir gerade ein. Was habt ihr denn bezahlt dafür? War nicht günstig. War nicht also, günstig? Nee, 130 jeweils. 130 Euro? Für drei Stunden. Für drei Stunden ist ja nur auch eine gute Zeit, ne? Gut, war nicht ganz so mein Geschmack, aber... Ach, das kam auch noch hinzu, das heißt, du hast gar nicht so deinen Spaß gehabt dabei. Nicht wirklich, also ich dachte dann, jetzt musst du es machen, durchziehen und... Ja, so. Ja, ich habe in dem Moment halt keine Sorgen gemacht. Jetzt aber weiter, wo wir gerade stehen geblieben waren. Also deine Frau hat da angerufen, die haben nichts Konkretes gesagt und wie ist es dann doch rausgekommen? Naja, da ist meine Frau dann scheinbar, sie hat es mir dann nochmal so erzählt, ein paar Tage später nochmal hingegangen direkt und hat sich dann zu zeigen gegeben, also ihren Nachnamen gezeigt auf dem Ausweis und dann wurde ihr halt bestätigt, dass sie meine Frau ist sozusagen. Ja. Und irgendwie haben die da dann Rechte, dass sie das dann rausgeben dürfen, die Daten, und dann war ich als Kunde verzeichnet. Ach. Weil das merken die sich halt vor, ich sag mal, wie beim irgendeinem Service von Pizzas. Und dann dürfen die den Namen rausgeben? Dann dürfen die das machen. Das ist irgendwie gesetzlich so festgelegt. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich kann's auch nicht. Wie auch immer, aber die haben es auf jeden Fall gemacht. Richtig. Und haben dann deiner Frau bestätigt, dass diese Frau bei dir war. Genau. Ja, und da war natürlich die Kacke am Dampfen. Das stimmt wohl. Ja, sie kam nach Hause, hat aber, also ich habe sofort in ihrem Gesicht gesehen, was los ist. Mhm. Irgendwie habe ich es gespürt, so irgendwas ist jetzt. Ja. Und sie hat nicht irgendwie rumgeschrien, rumgemeckert oder sie war einfach, ich habe die Enttäuschung gesehen in ihrem Gesicht und sie ist eigentlich nur an mir vorbeigegangen. Mit meinem Sohn halt an der Hand und ja, meinte, sie packt jetzt ihre Koffer. Und dann ist sie erstmal zu ihren Eltern. Aha. Ja. Wann war diese Geschichte eigentlich? Das war so vor drei Monaten in etwa. Ist sie wieder zurück, die Frau, deine Frau? Nee, die ist immer noch weg, die hat sich jetzt auch eine eigene Wohnung genommen. Immer noch weg? Immer noch weg? Halt so, ich sag mal, circa einmal die Woche telefoniert und ab und zu hat halt auch meinen Sohn vor die Tür gestellt. Oh weia, oh weia. Also was jetzt nicht heißt, nur, dass ich ihn nicht gerne betreue, um Gottes Willen. Wie lange wart ihr verheiratet schon? Wir waren schon drei Jahre verheiratet. Drei Jahre verheiratet und habt ein Kind. Genau. Zusammen. Wie war die Ehe? Eigentlich immer gut. Eigentlich immer gut. Also und? Ich bereue es auch zutiefst. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Ja, das glaube ich. Das heißt, wegen dieser idiotischen Sache hast du jetzt deine Ehe kaputt gemacht. Man hätte es lassen können auch, sage ich mal. Aber da ich halt immer sehr am Ackern bin, am Arbeiten, dann nutze ich halt von hinten auch mal ganz gerne. Und wenn dann ein Kumpel da ist, dann trinken wir halt auch mal was. Und dann halt auch ordentlich. Ja gut, dagegen ist doch nichts einzuwenden. Nee, aber deswegen hätte ich wahrscheinlich nicht so viel getrunken, wäre es auch nicht passiert. Mhm. Aber und vorher, du sagst, die Ehe war gut. Ja. Und vorher bist du auch, so wie der Elvis vorhin erzählt hat, warst du auch immer treu? Genau. Du warst definitiv treu? Immer. Ich war auch ein sehr eifersüchtiger sogar, also bin ich immer noch. Und du hast ihr auch diese ganzen Umstände erklärt, so wie du sie mir gerade erklärt hast, dass da sehr viel Alkohol im Spiel war? Also sie wollte mich gar nicht zu Ende und sie meinte, ja, ist okay, ich brauche jetzt erstmal eine Auszeit. Sie ist eigentlich gar nicht drauf eingegangen. Nun ist die Auszeit ja schon ziemlich lange, ne? Hast du die Hoffnung, dass sich das wieder einrenkt? Na, sie hat vor kurzem angerufen und mit mir vereinbart, dass wir uns nächste Woche mal treffen. Ah, das klingt gut. Dann nochmal so ein bisschen Aussprache halten. Mhm. Tja. Also da hat sie dir aber jetzt heftig einen versetzt, ne? Genau. Also aber volle Kanne. Ne? Genau. Ja. Ist wirklich sehr heftig, denn man könnte ja auch sagen, naja, okay, das ist alles nicht toll, was da gelaufen ist, aber... ich fände es ja viel schlimmer, wenn du heimlich eine Liebesgeschichte nebenher laufen hättest. Das fände ich. Das war nicht so mein Ding. Ja, genau. Das fände ich eigentlich moralisch viel verwerflicher, als wenn dann sowas mal passiert und man hinterher dann auch noch große Reue zeigt. Und vielleicht bewegt sie sich ja auf dich wieder zu. Ich meine, ihr tragt ja auch Verantwortung, ihr habt ein Kind gemeinsam und wenn die Ehe vorher gut war,
gibt es ja eigentlich ganz gute Anknüpfungspunkte, ne? Das genau, ist, ja. Also sie weiß eigentlich auch, dass ich treu bin. War halt so ein bisschen, ja. Aber da hast du jetzt eine blutige Nase geholt, ne? Bei der Aktion. Ja, sicher. Das werde ich auch so schnell nicht wieder machen. Aber ich bin halt noch relativ jung und. Ja, klar. Ja. Die Kumpels verstehen es halt auch noch nicht. Warum musste der schon heiraten und dies und jenes? Und da wird man halt öfters mal noch irgendwo hingezogen. Verstehe. Was man eigentlich gar nicht will. Lieber Bernd, ich drücke dir die Daumen, dass deine Frau wieder zu dir kommt und dass ihr wieder einen Weg findet, ihr beiden. Jo. Dorian, ich finde deine Show richtig klasse. Dankeschön. Ich habe ein Autogramm bekommen. Ja, gerne. Du legst bitte auf, wir rufen dich nochmal an. Alles klar, danke Dorian. Tschüss, ciao. Tschüss Bernd, ciao. 0800 220 50 50, unser Thema heute Nacht heißt aufgeflogen. Ist bei euch schon mal irgendetwas aufgeflogen? Etwas sehr Geheimes, so wie wir es gerade gehört haben. Etwas, vielleicht eine Lüge, eine Tat, vielleicht auch eine schlimme Tat, für die ihr euch sehr schämt. Vielleicht sogar etwas Kriminelles. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann meldet euch über die bekannten Wege. Hier ist Jochen. Jochen ist 28. Hallo Jochen. Hallo. Hallo. Ja, was ist aufgeflogen? Also Domian, bei mir war das so, ich habe ein Mädel kennengelernt. Das war 98. Wir waren ein paar Jahre zusammen und gleichzeitig mit ihr hatte ich auch ihre Freundin oder ihre beste Freundin, wenn man so will, kennengelernt. Mhm. Nun ja, wie das Leben so spielt, habe ich die dann auch besser kennengelernt und habe dann im Laufe unserer Beziehung ein Verhältnis mit dieser Frau gehabt. Mit der besten Freundin deiner Freundin? Der Freundin von ihr, genau. Also zwei parallel laufende Beziehungen quasi. Nein, kann man nicht sagen. Ich hatte meine Beziehung und das war eine reine Sexgeschichte. Ach so. Ja. Und als dann aber klar wurde, dass wir fester zusammen sind und dass sich auch weiterentwickelt zu einer Hochzeit, habe ich diese Affäre nach 2 Jahren beendet. Ja. Und beziehungsweise wir haben sie beendet und das war okay, das war für beide Seiten okay und alles sollte so weitergehen, wir wollten heiraten. Ja. Ich und meine Freundin und an dem Wochenende, wo diese Hochzeit laufen sollte, da gab es, die Hochzeit sollte an einem Sonntag sein, der Polterabend war an einem Freitag und an diesem Freitagabend hat sich die Freundin, die mit mir die Affäre hatte, hatte dann das Gefühl, sie müsste beichten im Suff und hat ihr diese Geschichte erzählt. Sie wollte das irgendwie loswerden und aufgrund dieser Aussagen und dieser Informationen ist dann die ganze Hochzeit geplatzt, trennt und das war's. Das heißt, während des Polterabends hat die das gebeichtet? Das war schon während des Polterabends, aber das war in der Phase des Polterabends, wo die Damen bei den Damen waren, die Herren bei den Herren. Ja. Und das dann auch zu fortgeschrittener Stunde. Und aber danach, als diese Bombe geplatzt war, ist dann deine Frau in Spe, deine wirkliche Freundin, direkt zu dir gekommen und hat eine große Szene gemacht? Oder wie ging das? Das kann man so sagen, Das kann man so sagen. Was hat sie denn gemacht? Die hat mich ordentlich rasiert dann vor allen Leuten. Was heißt das, rasiert? Das heißt, dass an dem Morgen, es war irgendwann vormittags, wir saßen noch zu 4, 5 Männer zusammen, ist sie mit der Frau dann zu uns gekommen, hat erstmal nichts gesagt, waren noch angetrunken, waren alle gut drauf und hat mir rechts und links eine runtergehauen. Ja. Achso, in der Nacht ist noch nichts passiert. Nein, sie hat das ja auch erst morgens um 4 oder 5 Uhr. Achso. Als wir dann besoffen irgendwo in den Betten lagen, die Frauen und. Also volle Pulle. Ja, wir hatten Spaß, es war ein Polterabend, wir haben richtig Party gemacht. Mhm. Und dann hat sie dir einen gescheuert? Dann waren auch alle drauf, sie genauso wie ich. Ja, und was hat sie gesagt? Sie hat ja einen gescheuert und dann? Mir zwei gescheuert. Zwei gescheuert? Und hat gesagt, weiß ich gar nicht mehr so genau. Sie hat mich beschimpft aufs Wüsteste und hat mich, hat ihr Kleid ausgezogen. Und hat mir Sachen um die Ohren geworfen und ist abgedampft. Hat sie denn da schon gesagt, das war es jetzt mit der Hochzeit? Die hat gesagt, das war es insgesamt. Das war es insgesamt. Das war da gar nicht mehr das Thema. Das war heftig. Ja. Aber ich meine, du hast deine gerechte Strafe bekommen. So muss man es sehen. Das ist die Konsequenz, die man tragen muss, wenn das so ist. Wenn man sowas macht. Boah, wie hast du dich denn danach gefühlt?
Was hast du gemacht? Wie hast du dich gefühlt? So die ersten Tage danach. Ach so, ja gut, an dem Abend war ich zu voll, also da weiß ich nicht mehr, was da los war. Aber ja, boah, das liegt jetzt Jahre zurück, Domian. Also das. Na gut, aber sowas vergisst man ja nicht. Das erlebt man nun nicht alle Tage. Nee, auf keinen Fall. Das war im ersten Moment eher so eine Art Betäubtsein. Also das. Schock. Ja, das ist ja unwirklich so. Ich meine, von hier auf jetzt. Es ist wie ein Damoklesschwert, was über dir schwingt, weil du weißt, es ist was. Aber das Tragische ist ja, es war ja schon längst vorbei. Das war ja, ja. Irgendwie präsent für uns, diese ganze Zeit. Hast du denn hinterher mit deiner Affäre, mit der Sexaffäre nochmal gesprochen, warum sie das da gesagt hat? Nee, also das hielt ich auch nicht für nötig. Nee. Ich meine, wir haben uns sicherlich nochmal gesehen. Und das war aber eher so eine Begegnung dann ohne Worte. Hattest du Wut auf die, dass die das gesagt hat? Ja, bestimmt, ne? Ehrlich gesagt, nein. Nein? Also Wut schon, es ist jetzt mit dem Abstand sehe ich das so. In dem Moment habe ich es überhaupt nicht verstanden. Ich konnte es nicht nachvollziehen. Und das habe ich ihr damals auch gesagt. Was soll sie mit dieser Information anfangen in dem Moment? Das bringt ja keinen weiter. Und aber sie hat dir dadurch dein ganzes Leben damals erstmal kaputt gemacht und in eine andere Bahn gelenkt. Ja. Insofern wäre man ja schon, eine natürliche Reaktion, dass man schon sehr sauer ist. Auf sich selbst natürlich auch, aber auch auf die Frau, die da nur geredet hat. Ja, das. Und hast du denn mit deiner Freundin, die du dann nicht geheiratet hast, gab es da später, als sich die Wogen etwas beruhigt haben, nochmal geredet? Oder nie mehr? Nein. Nie mehr? Bis heute nicht mehr? Also nicht, das. Nicht sagen, das kann man nicht sagen. Aber jetzt im Nachhinein bin ich ihr sogar dankbar für diese Information. Weil? Ich bin wirklich verliebt und von daher. Kann es denn vielleicht auch sein, dass letztendlich das auch nicht so die optimale Beziehung war? Ich meine, wenn du da so schon parallel so lange eine Sexaffäre nebenher laufen hast? Oh, schwierige Frage. Ne? Ich meine, das ist halt immer so, wenn man. Sturm- und Drangphase und keine Ahnung. Ich meine, man muss, wenn man alles hat, was man will und was man braucht und was man möchte, dann fehlt einem ja nichts. Wobei du, wenn ich das jetzt so zurückrechne, du bist jetzt erst 28 und das liegt ja auch schon fast 10 Jahre zurück, diese ganze Geschichte. Ungefähr. Ja, ungefähr. Oder 8 Jahre. Ich meine, so genau habe ich das jetzt nicht mehr auf dem Schirm. So nee, ein Jahr zurück. Ja, ich meine, dann hast du ja auch schon sehr früh angefangen mit heiraten. Ne? War ja auch kurios. Warum so früh? Ja, das war wohl mehr eine Motivation von meiner damaligen Freundin. Und die Beziehung lief ja auch gut. Also das will ich gar nicht abschreiten oder so. Wir hatten eine schöne Zeit zusammen und das war einfach, das ist schon mein eigener Trieb oder so. Ja, aber ist auch wieder so eine plastische Geschichte, ja. Dass viele, viele, viele Lügen irgendwann doch aufliegen. Ja? Man wiegt sich als Lügner in der Sicherheit, oh, das kommt nie raus. Und dann irgendwann kommt aber eine Fügung, irgendwas passiert. Ja, ich trenne das schon auf der einen Seite. Das war eine gefühlsbasierte, emotionale Bindung und das andere war von beiden Seiten eine ganz puristische Geschichte, die auch so gelebt werden wollte. Wenn du das jetzt im Nachhinein, ich meine, es ist sehr viel Zeit vergangen, wenn du das jetzt betrachtest, bereust du das, dass du dich damals untreu deiner Freundin gegenüber verhalten hast? Ja. Ja. Klare Antwort. Lieber Jochen, ich danke für deinen Anruf. Alles klar, Domian. Ich wünsche dir alles Gute. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit, ich frage einfach mal meine Regie, mit Christoph. Christoph ist 34, hallo Christoph. Hallo Domian, grüß dich. Hallo Christoph. Hi. Aufgeflogen. Ja, aufgeflogen hoch 2. Ich bin gespannt. Aufgeflogen hoch 2, also ganz kurze Vorgeschichte. Ja. Ich habe letztes Jahr im Karneval ein Mädel kennengelernt und wir haben uns ganz gut verstanden. Ich habe an dem Abend aber arbeiten müssen, sodass an dem Abend eigentlich nicht wirklich viel lief. Wir haben uns ein, zwei Mal geküsst und dann war eigentlich der Sachverhalt soweit erledigt. Mhm. Haben uns dann danach nochmal außerhalb getroffen und haben uns recht gut verstanden, waren dann auch zusammen im Bett, wenn ich das so um die Uhrzeit so sagen darf. Mhm. Und dann hatte sie mir dann plötzlich offenbart, dass sie eigentlich in einer festen Beziehung lebt. Mhm. War für mich im ersten Moment
nicht ganz so schlimm, weil ich gedacht habe, okay, komm, Mädel, dass du im Karneval kennenlernst, das hält meistens sowieso nicht lange. Ja. Dann hat es mich damals gesundheitlich ziemlich stark reingebeutelt. Bei mir hat man damals Hautkrebs festgestellt. Oh. Und ich habe damals mit diesem besagten Mädel relativ offen darüber gesprochen. Mhm. Und dann hat sie mir mitgeteilt, dass ihr damaliger Mann an Krebs gestorben ist. Also waren wir, sag ich mal, auf einer Wellenlänge, sag ich mal, mit einer Krankheit befasst, sag ich mal, wo wir einfach, sag ich mal, sofort irgendwo uns super gut verstanden haben und einfach, ja. Das heißt, ihr damaliger Mann, also ihr früherer Mann. Richtig. Aber sie war dann wieder in einer Beziehung. Sie war verheiratet und ihr Mann ist dann vor 4 Jahren an Krebs gestorben. Aber sie hatte wieder eine neue Beziehung. Und hatte danach aber wieder eine neue Beziehung. Ja. Hat aber aus der ersten oder aus dieser Ehe mit diesem verstorbenen Mann ein Kind, was sie mir auch zuerst mal vorenthalten hatte. Ja. Und so da kam dann halt so sagen wir mal peu à peu immer mehr raus. Wie gesagt, die Geschichte mit ihrem Mann, dass der an Krebs gestorben ist, dass sie eine neue Beziehung hatte, dass sie ein Kind hat und so weiter. Und war die Schöne so in deinem Alter? Bitte? War die Schöne so in deinem Alter? Die Schöne ist so in meinem Alter. Ja. Also sie ist Anfang 30. Ja. Und von daher war das, sag ich mal, vom Alter her schon auch tragbar, dass sie schon ein Kind hat und so weiter. Also für mich war das kein Problem. So, wie ging es dann weiter? Ja, es ging so weiter, dass wir dann mehr oder weniger trotzdem Kontakt hatten. Sie mir klar gemacht hat, dass eigentlich diese Beziehung, die sie da noch hat, eigentlich nicht wirklich vernünftig ist. Sie hat zwar mit diesem Menschen zusammen eine Wohnung, hat auch einen Bauplatz zusammen gekauft, aber war sich dessen Person einfach nicht mehr sicher. Also sie wollte einfach raus aus der Beziehung. Sie war zwar vom Kopf her noch bei diesem Menschen, aber vom Herz her war sie nicht mehr bei ihm. Und sie wollte halt einfach nur mit ihm noch zusammen sein, das waren ihre Aussagen wegen ihrem Sohn. Ja, weil der Sohn sich halt, sag ich mal, der ist 4 Jahre alt, sich natürlich sehr stark an diesen neuen Partner gewöhnt hat. Das heißt, es entwickelte sich dann zwischen dir und dieser Frau schon eine kontinuierliche Beziehung. Nee, so kann man so kann intensiv, man sich sagen. So intensiv kann man das nicht sagen, weil wir einfach aufgrund dessen, dass sie ja halt in einer festen Beziehung lebte, eigentlich nicht wirklich viele Möglichkeiten hatten, uns außerhalb zu treffen. Was ist dann wie wo aufgeflogen? Bitte? Was ist dann wie und warum aufgeflogen? Ja, und dann kurz nach dem Karneval waren wohl irgendwelche bekannte Freundinnen und Freunde so schlau und haben ihm dann erzählt, dass sie an Karneval mit irgendeinem in einer Bar rumgeknutscht hat. Und dann war natürlich bei ihr daheim Höllenalarm, bei ihm gingen alle Alarmglocken an und das war also richtig Rambazamba. Sodass ich dann auch in dem Moment gesagt habe, du pass auf, also ich möchte da keinen Stress, kein Theater, kläre die Sache sauber und dann kannst du gerne wieder dich melden bei mir. Ja. Aber vorerst will ich da keinen weiteren Kontakt. Ja, und dann war es einfach so, dass dann ein Vierteljahr Sendepause war. Nichts von ihr gehört? Nichts von ihr gehört. Ja. Ich habe mich bei ihr nicht gemeldet, nichts gehört, 0,0. Und dann meldete sie sich plötzlich wieder an meinem Geburtstag. Hat mir gratuliert und es war eigentlich der gleiche Sachverhalt wie vorher auch. Also sie war nach wie vor mit ihm zusammen und es hat sich eigentlich nichts verändert gehabt. Also ich habe mich damals schon gewundert, warum meldet sie sich eigentlich. Aber ich habe 5 gerade sein lassen und habe wieder in den Kontakt eingewilligt. Ja. Und dann war es so, dass ich im Prinzip zum Skifahren gehen wollte. Sie wollte auch mit ihrer Freundin zum Skifahren und ich habe das dann halt, sag ich mal, so hinter vorgehalten und so abgecheckt, dass ich am gleichen Tag im gleichen Hotel gewohnt habe. Wie geschickt, ja. Wie geschickt auch, ja. Und da lief aber nichts, weil ja ihre Freundin dabei war. Und wir haben dann im Skiurlaub einen riesen Krach gehabt, erst 2 Tage super miteinander Spaß gehabt sofort und dann tierischen Stress gehabt zum Schluss, weil mir einfach ihre Hochnäsigkeit und ihre Arroganz in Bezug auf meine Person wirklich gegen Strich ging. Also sie meinte dann nur, ich weiß, dass du in mich verliebt bist und du weißt, dass es keine Zukunft hat und so weiter. Also dieser ganze Käse, der dann halt da... Lief denn dann diese Beziehung weiter, gar bis heute? Mit diesem anderen Mann? Nee, mit dir. Nein. Also wir hatten zwar Kontakt, aber wir hatten keine Affären, keine Beziehung mehr. Ja. Da war nichts mehr. Wir hatten das war alles vor einem Jahr an Karneval, aber dazwischen war eigentlich nichts mehr, dass wir jetzt sagen hätten können... Wir haben rumgeknutscht oder irgendwas. Also wir haben gar nichts mehr gemacht. Also, wie endete die Geschichte? Bitte? Wie endete die Geschichte? Ja, die endet jetzt ganz einfach. Ich habe dann vor 3 Wochen nach dem Skiurlaub zu ihr gesagt, du pass auf, es gibt jetzt nur noch eine Möglichkeit. Du meldest dich jetzt nur noch bei mir, wenn du mich heiraten willst. Vorher brauchst du dich bei mir nicht mehr melden. Also, ich habe wirklich die Karten auf den Tisch gelegt und gesagt, hopp oder top. Das ist eine klare Ansage. Also, eine richtig klare Ansage, weil sie einfach auch... mir gegenüber ständig den Eindruck gemacht hat, dass sie immer Angst hat, dass das mit dem Sohn nicht klappt zwischen uns dreien und so weiter. So, hat sie sich denn schon wieder gemeldet? Sie hat sich danach gemeldet. Erstmal war Totenstille natürlich am anderen Ende des Apparates, als ich ihr das gesagt habe. Ja.
Aber es ist, ja, das ist 3 Wochen her, aber in den 3 Wochen hat sich jetzt nichts wirklich verändert. Also wir sind... Also es wurstelt sich wieder so dahin. Wieder in Kontakt. Ja. Jetzt ist es aber mittlerweile so, dass er rausgefunden hat, dass wir in Kontakt sind. Und zwar hat er ihre E-Mails geknackt. Aha, also zum zweiten Mal aufgeflogen quasi. Zum zweiten Mal aufgeflogen, genau. Er hat ihre E-Mails geknackt, wo ich dann sie halt einfach als meinen Stern bezeichnet habe und so weiter. Hast du mit dieser Frau eigentlich schon geschlafen? Nicht wirklich. Was heißt das? Ja, wir waren kurz davor und dann hat sie so einen Flash bekommen, dass sie das nicht kann und dass es nicht geht und so weiter. Und das ist, sag ich mal, so im Abstand von einem Jahr ist es auch ganz gut gewesen, dass das nicht passiert ist. Ja, und ganz, das habe ich gerade am Anfang nicht ganz mehr in Erinnerung. Ganz am Anfang war auch nur Rumknutscherei ist sie gelaufen, ne? Richtig, ganz genau. Ja, ganz genau. Ja. Ja, und dann ganz kurz noch geschwind zum Schluss war es dann so, dass er dann... ihre Telefonverbindungen gecheckt hat und rausgefunden hat, dass sie da Tag und Nacht im Prinzip mit mir am Telefonieren ist und so weiter und so weiter. Und ja, jetzt, wie gesagt, ist momentan der Stand der, dass ich im Prinzip davor bin, diesen Kontakt wieder abzubrechen, weil sie einfach nicht aus dem Pushen kommt. Ja, und das Ultimatum funktioniert ja nicht. Du hast ja gesagt, also wenn, dann nur mit heiraten. So und jetzt kommt sie wieder an und wieder so ein bisschen und hin und her. So und dir ist es ja ernst mit dem Heiraten. Da war es noch nie so ernst, noch gar nie. Echt? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte schon mehr als 5 Frauen in meinem Leben und das, was davor war, ist alles kalter Kaffee. Ich weiß, dass ich jetzt im Prinzip mit meinen 34 bei der Frau angekommen bin, dass ich dahin... Vorsicht. So sehr viel hast du mit ihr ja noch nicht erlebt. Und du kennst sie ja auch nur in dieser Ausnahmesituation. Das heißt, du kennst sie noch nicht frei an deiner Seite. Du weißt gar nicht, wie die Frau denn ist. Wäre ich mit dem Heiraten erstmal vorsichtig. Das ist richtig. Würde ich erstmal eine Weile du hast nichts zu verlieren. Erstmal, wenn sie wirklich dann frei ist und sich für dich entscheidet, erstmal eine Weile laufen lassen. Mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt. Nee, das ist richtig. Aber vielleicht kennst du einfach auch das Gefühl, wo du dir einfach, es muss ja jetzt nicht nur auf eine Frau bezogen, wo du einfach dir sagst, verdammt nochmal, ich bin mir sicher. Ich bin 100% sicher, dass ich den Schritt, den ich jetzt hier mache, dass der richtige ist. Ja, aber man muss sich gleich heiraten. Es gibt viel zu viele Komplikationen, wenn man dann hinterher den Schritt wieder zurückgehen will. Ich glaube, dass ich das einfach auch nur gemacht habe, um mich einfach ihr gegenüber 100%ig zu positionieren. Ja, das verstehe ich schon. Das finde ich auch gut. Definitiv. Gar keine Frage. Weil sie halt, sag ich mal, auch ständig Angst hatte mit was wird aus meinem Sohn und wenn das nicht funktioniert. Also dieser ganze Apparat, der halt einfach dranhängt bei einer Frau, die halt einfach ein Kind hat oder Kinder hat. Ja. So, was ist jetzt deine Strategie? Wie willst du jetzt weiter vorgehen? Ja, ich habe gedacht, dass du mir vielleicht einen Tipp geben kannst. Schwierige Frage. Ja. Nachdem das jetzt schon ein ganzes Jahr so hin und her geht. So ist es. Also sie hat heute Mittag am Telefon, haben wir das letzte Mal miteinander telefoniert und dann sagte sie zu mir, dass sie einfach hin und her gerissen ist, dass sie nicht weiß, was sie machen soll. Ja, das Übliche, einfach, was man da so hört. Dass sie einfach auch Angst hat vor einem Schritt. Natürlich. Und so weiter. Natürlich. Ja, das sind immer so die Sprüche, die man so hört. Richtig. Und ich habe jetzt im Prinzip eine SMS vorbereitet. Ich meine, du hast gerade bei meinem Vorvorredner gesagt, SMS findest du ein bisschen Quark, aber aufgrund der Situation, jemand E-Mails knackt, jemand alles Mögliche abhört, hast du halt nicht mehr allzu viele Möglichkeiten. Mhm. Und habe halt einfach in dieser SMS jetzt formuliert, dass es so halt einfach nicht mehr geht. Es geht einfach so nicht mehr. Ja. Dass ich mich einfach schlecht fühle, dass es nicht gut geht und so weiter. Ja. Finde ich gut. Und dass ich halt jetzt einfach hoffe, dass sie ihrem Herzen folgt und nicht ihrem Verstand, weil sie gesagt hat, ihr Herz weiß, dass sie zu mir will und ihr Verstand sagt ihr halt was anderes. Christoph, das ist genau das Richtige, was du da machst. Du musst es da nur hinterher auch durchziehen. Ja. Das ist immer die Frage, die ich finde die Formulierung gut. Ich finde auch nach einem Jahr kann man auch eine solche Haltung einnehmen, finde ich völlig in Ordnung. Und jemanden dann auch quasi vor die Alternative stellen. Entweder so oder wir müssen halt Verzicht üben. So ist es. Und schick sie weg, ich finde die SMS gut und guck, wie sie reagiert. Und wenn sie nicht eindeutig, wirklich hundertprozentig eindeutig reagiert, wenn es dir auch noch so schwer fällt und es wird dir bitter schwer fallen, dann zieh dich zurück. So würde ich das sagen. Ja, weißt du, das ist halt einfach das, wo ich sage, ich meine, das ist auch die letzten Wochen immer dran gedacht habe, mich zurückzuziehen. Aber andererseits, Domain, ich weiß jetzt seit fast einem Jahr, dass sie jetzt in einer Beziehung ist.
Und ein Jahr mit ein paar Unterbrechungen habe ich ja immer wieder mit ihr Kontakt gehabt. Mhm. Also hätte ich mich ja auch da schon rechtzeitig zurückziehen können, wenn es mir zu viel gewesen wäre. Ja, nein, was mache ich? Ich habe im Prinzip mich jetzt vor 3 Wochen richtig hingestellt, habe wirklich unter uns Männern zu sagen, mal wirklich Eier in der Hose bewiesen. Ja. Und jetzt nach 3 Wochen komme ich daher und sage, ich gehe jetzt doch lieber wieder den einfachen Weg. Nee, du gehst ja nicht den einfachen Weg. Du gehst nur du gehst sogar den viel schwereren Weg, wenn du dich von ihr trennst. Du sagst ja, das Angebot steht ja. Du bist ja bereit zu einer Beziehung. Mhm. Und du gehst nur den anderen Weg, wenn sie sagt nein. Mhm. Also das finde ich völlig in Ordnung. Das finde ich völlig in Ordnung. Also du meinst, ich soll die SMS rausschicken? Schick sie raus. Aber du darfst dich nicht zum Hampelmann machen. Dass sie mitkriegt, na, das geht ja immer gut hin und her mit dem. Du musst dann irgendwann auch hart bleiben. Ich glaube, das ist das, was mir momentan so durch den Kopf geht, dass ich das Gefühl habe, sie zieht aus den Tagen, wo wir uns dann ab und zu mal sehen, mhm, und aus den Telefonaten zieht sie Kraft, mhm, um ihre eigentliche Beziehung weiterführen zu können. Tja. Kannst du dir sowas vorstellen? Vielleicht. Wer weiß? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie die Frau lebt und wie die drauf ist. Ich weiß nur jetzt gerade, dass meine Zeit rum ist mit dir. Ja. Trotzdem. Sehr angenehm. Ja, fand ich auch. Also die Richtung ist, habe ich dir jetzt gesagt, was meine Meinung ist. Das musst du durchziehen. Das ist hart, aber das musst du machen. Ich werde mich bemühen. Alles Gute. Toi, toi, toi. Danke dir auch. Tschüss. Gute Nacht noch, gell? Danke. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050. Das ist unsere Telefonnummer. Unsere E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Unser Thema heute Nacht heißt aufgeflogen. Was ist bei euch schon einmal aufgeflogen? Ein Geheimnis, eine schlimme Tat, eine Lüge. Und warum ist es aufgeflogen? Durch euch selbst, durch jemand anderen? Seid ihr froh? Seid ihr nicht froh? Darüber würde ich sehr gerne mit euch sprechen. Also meldet euch, wenn ihr das auch gerne möchtet. Hier ist Peter. Peter ist 44. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen. Kann ich gut sehen im ja, Fernsehen. Ja. Hallo. Ich kann dich leider nicht sehen, aber wir machen das mal so. Ja, gut. Ich sehe das, dass du lächelst. Pass auf, ich habe folgendes Problem. Und zwar, ich habe meine Tochter ist 19, meine Freundin ist 18. Die Freundin meiner Tochter ist das, ja? Halt, du bist mit der Freundin deiner Tochter, bist du zusammen? Ja, genau, richtig. Und wir waren auch schon im Team, wo meine Tochter wiederum nicht mit klarkommt, weil sie hat gesagt, du bist ja verrückt und willst Dieter Bohlen alles nachmachen. Ja, ja. Ja, so könnte man es vielleicht auch ausdrücken. Also du ja, bist aber du bist ich gehe mal davon aus, dass du von deiner Ehefrau, von der Mutter deiner Tochter getrennt bist. Ja, ich bin geschieden, alles schon hinter, ne? Und das Problem daran ist, dass halt eben meine Tochter mir vor die Wahl lässt. Entweder, dass meine Tochter an meiner Seite ist oder halt eben meine Freundin. Und ich krieg ja den Hals da dran und das ist passiert. Und ist das denn, ist das heimlich gelaufen? Und ist das auch, unser Thema heißt ja aufgeflogen. Ist das irgendwie ja aufgeflogen? Ja, dadurch, dass meine Tochter halt eben mit ihrer besten Freundin gesprochen hat und das ist dadurch aufgeflogen, dass halt eben ihre Freundin mit ihr nicht mehr in eine Disco gezogen ist und so, weißt du, und immer gesagt hat, ja, nö, du, ich fühle mich ja bei euch zu Hause ganz wohl und ach so, meine Tochter alleine losgezogen, weißt du, wie das so ist. Ja. Und das fing ja erst damit an, dass meine Tochter mal nicht zu Hause war und sie kam dann an und dann habe ich gesagt, ja, du, ich bin gerade hier am Wein trinken und dann hat sie ein Glas Wein mitgetrunken. Die Freundin von deiner Tochter? Genau, und dann ist sie mir ein bisschen näher gekommen und noch ein bisschen näher und weiß, wie das ist und wenn du gerade selber, sagen wir jetzt so, sentimentale Phase drin hast und wenn ich einen nibbel, dann werde ich leicht sentimental. Und man sagt ja mal, Mann soll der Starke sein, aber auch ein Mann kann schwach werden. So kann es bisweilen auch passieren. Wie lange tuchtelt ihr beiden denn schon rum? Oh, so ungefähr ein halbes Jahr. Ach doch, schon ein halbes Jahr. Mhm. Und die Freundin von deiner Tochter, die hat das dann letztendlich deiner Tochter erzählt? Ja, ja. Weil sagen wir mal so, die kennen sich schon aus der Schulzeit. Mhm. Das war, ist ja auch eine komische oder schwierige Situation für die Freundin deiner Tochter, wenn sie mit dem Vater ihrer besten Freundin eine heimliche Affäre hat und das wiederum ihre Freundin lange Zeit nicht erzählt. Ist ja schwierig. Ja, das weiß ich auch. Und und jetzt sagt deine Tochter ist jetzt mit dieser Beziehung überhaupt nicht einverstanden. Nein. Weil sie sagt, der Altersunterschied ist zu groß, oder? Wie? Genau, richtig. Und sie hat gesagt, also ich muss nicht einen eigenen Dieter Bohlen in mein Haus haben. Habe ich gerade schon so verstanden, ja. Was ist denn das für eine Beziehung zwischen dir und diesem 18-jährigen Mädel?
Ist das, das kann man nicht beschreiben. Das ist, weißt du, alleine, wenn ich ihren Duft, die hat ein Parfüm, weißt du, das ist so umwerfen. Wenn wenn sie an mir vorbeigeht, der Duft der Haare wird sie umgekehrt auch so sprechen? Mensch, der Peter, der hat einen Duft, und wenn der an mir vorbeigeht, redet die über dich auch so? Ja, sie hat gesagt, dass sie in mir verschossen ist. Ich bin zwar ihr zweiter Intimpartner, ja. Aber sie hat gesagt, sie hat noch nie die Sexualität so toll und so gut und einfallsreich erlebt wie bei mir. Also würdest du sagen, sie ist genauso in dich verliebt wie du in sie? Ja, kann man sagen. Also. Aber der erste Schritt, gehe ich mal davon aus, dass du die angebaggert hast, ne? Nein, sie kam ja bei mir an. Das ist ja das. Ich war traurig, weißt du. Ne? Und sie wollte dich ein bisschen trösten, naja. Und dann, weißt du, dann ist es so, dann hat sie mich ein bisschen auf die Brust geschreit, hat mich in den Arm genommen und gedrückt und hin und her. Guck an. Und da war's passiert. Und die Augen und in dem Moment habe ich alles drumherum vergessen. Weißt du, wie ich meine? Also ich meine, das ist natürlich schon ein großer Altersunterschied, wenn jemand 18 ist und der andere ist 44. Da sind schon die Interessen und die Lebensabschnitte völlig, völlig unterschiedlich. Ja, nun kann man natürlich sagen, wo die Liebe hinfällt. Und wenn es wirklich tief und begründet ist, sollte man nicht darüber urteilen. Wie erklärst du es denn deiner Tochter? Weißt du, es ist ja so, ich habe zu meiner Tochter gesagt, es ändert sich zwischen unseren beiden Verhältnissen gar nichts. Klar, das wäre ja noch schöner. So, dann hat sie halt eben Angst, dass gewisse Rücklagen, die man so mal eben ein bisschen so hat oder auch nicht hat, dass da jemand anders dann seine Finger mit dran hat. Dann hab ich gesagt, das ändert doch nichts daran. Also es geht um Kohle. Die hat Angst, dass da irgendwie Kohle verbraten wird. Auch unter anderem, ja. Und ich gesagt habe zu meiner Tochter, du brauchst dir keine Angst haben, du verlierst deinen Vater nicht. Sind die beiden Mädels noch Freundinnen oder geht das jetzt nicht mehr? So, das ist so im Schwebe. Mhm. Das ist nicht mehr so, sagen wir mal, wie es am Anfang war. Mhm. Am Anfang haben sie sehr viel gelacht, die haben mich also beide so ein bisschen geneckt und geärgert und haben gesagt, alter Delta oder so. Und ich nehme das bei meiner Tochter nicht ganz so. Ich bin überhaupt froh, dass sie überhaupt mit mir Kontakt hat, weil ihre Mutter hat sie ja nicht mehr, ja. Ist ja drogenabhängig und alles. Ja. Und da ist sie natürlich stolz, dass sie dann Papa hat und dann mal an die Tür klopfen kann und verstehe. Sagen kann, Tag und Nacht. Also mir wäre wohler, Peter, sage ich dir ehrlich, wenn diese deine Freundin, wenn die 24 oder gar 34 wäre, dann wäre die Sachlage klarer. So ist das wirklich schon so ein bisschen zwiegespalten. Aber wie gesagt, sie ist eine erwachsene junge Frau, wenn auch eine sehr junge Frau. Du bist 44, ja. Was will man da sagen? Also wenn ihr beide, wirklich beide überzeugt von euch seid, und beide sagt, ich bin verknallt in den anderen, dann müsst ihr das auch leben. Da kann man aus Außenstehender nicht reinquatschen. Ja. Du musst nur, denn die Beziehung zu deiner Tochter, die sollte absolute Präferenz haben. Die sollte ganz oben anstehen. Du musst wirklich deiner Tochter klar machen, du hast es ja auch schon, wie du mir gerade gesagt hast, dass die Beziehung zwischen dir und deiner Tochter aber auch im Nichts angekratzt wird. Dass sie immer Vorrang hat. Vor allem, was da sonst noch abgeht. Ja, das ist wichtig. Denn das ist meine Tochter hat ein Gefühl, da ist wie so ein Störfaktor drin. Also sie hat ja niemanden jetzt mal angenommen. Ich hätte jetzt eine Ältere angenommen, die wäre 30, 35. Mhm. Da hätte meine Tochter zum Beispiel einen Ansprechpartner, wo sie sagen könnte, da könnte ich eine Beziehung zu aufbauen. Mhm. Ja? Und ihre beste Freundin, die sie ja sowieso schon, sagen wir mal, vieles gequatscht haben, so über Jungs und bla und wie auch immer. Eigentlich nimmst du ihr natürlich dadurch auch noch ihre beste Freundin weg, weil die kann nicht mehr ihre beste Freundin sein, wenn sie gleichzeitig die Geliebte des Vaters ist. Das ist irgendwie seltsam, das geht nicht. Ja, und da bin ich in Zwiespalt drin. Da habe ich mich so verfahren und verrannt oder wie auch immer. Und Ich sag dir mal eins, wenn das Gefühl noch so ist, dass du dich zurückziehen kannst, dann zieh dich zurück. Ich glaube, das wäre die vernünftigere Lösung von der ganzen Geschichte. Das glaube ich schon. Ja, aber wenn man vom Kopf richtig verschossen ist, kennst du das Gefühl? Nein, viel schlimmer ist ja, wenn man vom Herz wirklich verschossen ist. Ja, und vom Kopf auch. Ja, klar. Haben wir immer beide zusammen, weißt du, es geht erst im Kopf. Mhm. Weißt du, ich sage immer, weißt du, für mich, einen Partner habe ich immer wie ein gutes Essen ausgesucht.
Ja. Weißt du, mein Gucken essen mit. Ja. Das kennst du doch auch. Kenn ich auch. Guckst du jemanden an, ja. Ja. Und dann klackt auf einmal und dann ist das im Herzen drin und dann kannst du gegen Gefühle nicht mehr. Ist mir völlig klar. Deswegen sagte ich ja gerade zu dir, wenn du noch kannst, zieh dich raus. Wenn du aber wirklich, wenn ihr beiden wirklich voll in der dicken, fetten Verliebtheit drin hängt, dann wird das schon sich irgendwie seinen Weg ebnen. Wenn du noch kannst, zieh dich aus der Geschichte raus. Vielleicht bringt das viel zu viel Unruhe. Ja, machen müssen, weil Endeffekt will ich ganz ehrlich sagen, also ist meine Tochter, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mit dieser, also ihre Mutter, die Jasmin damals entstanden ist, das war also für mich einmal wirklich, wo ich gesagt habe, das ist etwas, was ich mir wünsche. Ich habe damals den Pumpe meiner Tochter denkst, da war ich voll erfüllt. Also ich kann, also die Tochter ist was ganz Wichtiges für dich. Ja, ganz, ganz, ganz was Wichtiges. So, dann setze die Tochter an die erste Stelle und entscheide so, wie es auch im Sinne deiner Tochter ist. So würde ich das sagen, Peter. Und jetzt. Weil meine Tochter wirklich, also die liebe ich abgöttisch und allein. Ja. Wenn sie mich anguckt und so und ihre Art. Und so soll es ja auch bleiben. Aber jetzt, glaube ich, drehen wir uns im Kreis, Peter. Ja, ich habe dir grob meine Meinung und meine Richtung gesagt. Du musst es für dich durchziehen und entscheiden, ist klar, ne? Du hast recht. Na, es wird natürlich nicht ganz so einfach sein, wenn man schon, sagen wir mal, so sein Herz ein Stück verloren hat, seinen Kopf ein bisschen verloren hat. Ist klar. Aber man muss manchmal, denke ich auch, also Entscheidungen treffen. Die musst du alleine treffen. Ganz so einfach. Und dafür wünsche ich dir jetzt viel Glück und gutes Gelingen, lieber Peter. Ja. Alles Gute. Aber ich habe mich gefreut, mal einmal bei dir durchzukommen. Ich hab mich auch gefreut, mit dir zu sprechen. In den Taxi und so, ich gucke mir, also immer wenn du irgendwie bist im Fernsehen, ich muss dich immer sehen, weil deine Art finde ich cool. Dankeschön, lieber Peter, deine alles Gute. Art, tschüss. Grüß dein Team noch. Mach ich sehr gerne. Okay, tschüss. Hier ist Nadja. 29, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Nadja. So, unser Thema heißt aufgeflogen. Ist irgendwas aufgeflogen bei dir? Ja, das bin nicht ich, sondern das sind meine Eltern. Ja? Und zwar habe ich im Alter von 20 erfahren, dass ich adoptiert bin, was sie mir nie erzählt haben. Oh, im Alter von 20 erst? Ja. Das ist aber hart, glaube ich. Ja, vor allem habe ich es nicht von ihnen selbst erfahren, sondern dadurch, dass ich einen Brief gelesen habe, der nicht an mich gerichtet war. Also der, noch komplizierter. Also ein Brief, der an dich gerichtet war? Nicht an dich gerichtet war. Und wieso hast du diesen Brief gelesen? Weil, also das ist so, ich bin in Argentinien geboren, da haben meine Eltern damals gelebt, im Ausland gearbeitet. Ja. Und dann bin ich nach dem Abitur für ein Jahr dorthin, einfach um meine Heimat in Anführungsstrichen kennenzulernen. Mhm. Als wollte als Au-pair ein bisschen arbeiten, habe mir da Jobs gesucht und habe einen Brief mitbekommen, den ich dort übermitteln sollte, weil es sicherer ist mit der Post, als wenn man es von Deutschland schickt. Mhm. Und der war nach dem dritten Tag meiner Ankunft in meinem Koffer geöffnet. Ich war es nicht. Meine Eltern waren das nicht. Ich vermute die Kinder, die da, die hatten viele kleine Kinder, wo ich gearbeitet habe. Ach so, ja. Also ich weiß es bis heute nicht, warum der offen in meinem Koffer lag. Also er war richtig, richtig aus dem Umschlag raus. Rausgekommen. Und der Umschlag war aufgerissen. Ja. Quasi, ja. Und, das war komplett auf Spanisch geschrieben. Damals konnte ich es noch so einig, nicht so besonders gut. Und, diesen Satz, der, diese Aussage, naja, nicht direkt, aber indirekt beinhaltet, den habe ich aber verstanden. Mhm. Darin stand, sie weiß nichts über ihre Geburt, bitte sag ihr nichts. Jetzt muss ich nochmal fragen, habe ich gerade nicht kapiert. Wohin solltest du diesen Brief bringen? Wer? Entweder direkt an die alte Bekannte meiner Mutter oder da im Briefkasten. Es ist ja dann zumindest im Land. Ah ja. Deswegen. Ja. Aber wie mysteriös erstmal, dass dieser Brief aufgerissen war in dieser Familie. Die Familie hatte doch, vielleicht haben die einfach nur geschnüffelt bei dir. Die Kinder waren ja sehr klein, also das kann durchaus sein. Das kann man ja sehen, wenn Kinder einen Brief aufreißen, ist das ja ein bisschen wild aufgerissen. Sah das so aus? Ja, das sah so aus. So, und diesen Satz hattest du aber verstanden. Ja, und das war ja nun nicht direkt die Aussage, was ich nicht weiß über meine Geburt, aber ich wusste es einfach gleich. Wie hast du das so kombiniert? Ich weiß es nicht. Das ist auch die zweite, das finde ich ja alles merkwürdig. Ich weiß beides bis heute nicht. Weder, ob das irgendwie unbewusst Absicht war, dass ich den Brief mitbekomme, ich würde es nie machen. So ein Geheimnis in den Brief der Tochter in die Hand geben. Mhm. Aber der Brief war definitiv vorher zu. Ja. Sehr merkwürdig alles. Mhm. Also und es war keine Schicksal. Bitte? Seitdem glaube ich auch an Schicksal. Und dieser Satz beinhaltete ja eben nicht die klare Information, dass du ein Adoptivkind bist. Nein. Sondern das hast du kombiniert. Ja. Weil du vielleicht irgendwas unterbewusst schon in all den Jahren irgendwas gewittert hattest.
eigentlich kann ich mir es nicht erklären. Es kam weder die Behandlung war anders als bei meinen Geschwistern, noch dass irgendwas mal rausgekommen ist. Ach, es gibt auch leibliche Kinder von deinen Eltern. Ja. Mhm. Wie viel? Eine Schwester und ein Bruder. Und du bist das angenommene Kind? Ja. So, jetzt hattest du diesen Satz. Der muss dann ja irgendwie eingeschlagen haben wie eine Bombe in dir. Ja. Was hast du denn dann mit der Vermutung, es war da ja noch eine Vermutung, was hast du gemacht damit? Hast du irgendjemanden angerufen oder? Also, für mich war es keine Vermutung, es war absolut klar. Ich bin zu meiner Patentante, die dort lebte, die mich ja, meine Eltern schon lange kennt, und habe den Brief vorgelegt und habe gesagt, ich weiß, dass es das heißt, sag einfach nur, dass es so ist. Und die konnte es mir, aber mein Gott, die wussten, 20 Jahre lang wurden sie immer darauf getrimmt, es nicht zu sagen. Und sie hat so mit sich gerungen und man hat gemerkt, dass sie es nicht für sich behalten konnte. Und dann habe ich in Deutschland angerufen, meine Eltern, meine Mutter hat vor Angst am Telefon immer noch es verleugnet. Nur mein Vater, der kann sowieso das nicht dann nicht mehr für sich behalten. Der hat sich beurlauben lassen und stand 2 Tage später am Flughafen und kam mir weinend entgegengelaufen. Der ist extra von Deutschland nach Argentinien geflogen? Hat dafür 5 Tage beurlauben lassen. Und das, sage ich immer, ist für mich der größte Liebesbeweis. Und deswegen habe ich ihn auch nie nachgetragen. Ja, und jetzt hast du dann wahrscheinlich das Geheimnis auch aufgedeckt. Warum? Was ist in deiner Vergangenheit passiert? Woher stammst du? Ich bin wirklich aus Argentinien und ich habe mich ja auch nie in Deutschland wohlgefühlt. Also ich fühle mich dort, habe ich mich vom zweiten Tag an zu Hause gefühlt. Also du bist in einer argentinischen Familie geboren? Ja, genau. Oder von einer argentinischen Frau geboren worden? Ja. Weiß man etwas über deine leibliche Mutter? Das ist es absolut nichts, weil es nicht legal war, also nicht offiziell. Und die Geburtsurkunde ist gefälscht, da steht meine deutsche Mutter drin. Jetzt frage ich mich, ob es da überhaupt Möglichkeiten gibt und falls ich das irgendwann mal wissen möchte. Das heißt, ja, da hast du wahrscheinlich in der Argentinien schon rumgeforscht und... Nee, das war noch zu früh. Also ich brauchte 2 Jahre, um überhaupt darüber nachzudenken, ob ich das jemals lösen will. Ach so. Warst du denn danach dann nochmal in Argentinien und hast irgendwie etwas versucht, in Erfahrung zu bringen? Habe ich ein bisschen, aber es ist absolut unmöglich, weil ich ja gar nichts habe. Kein Arm, es war kein Krankenhaus, es war eine Hausgeburt, das Haus steht gar nicht mehr. In welchem Alter haben deine Eltern dich denn übernommen, sage ich jetzt? Sofort, ich war 1 Tag alt. Welche Geschichte erzählen sie dir? Die müssen ja irgendwie die Mutter kennengelernt haben oder davon erfahren haben, dass da ein Kind geboren wird. Ja, das haben sie von einer Hebamme erfahren. Sie kennen meine leiblichen Eltern gar nicht. Ja. Und sie wussten nur, dass sie halt schon ein Kind hat, einen Sohn, und ein zweites sich nicht hätte ernähren können. Und deswegen... Und dann hat die Hebamme hat dann dich deinen Eltern übergeben? Ja. Haben deine Eltern Geld dafür bezahlt? Haben die für dich bezahlt? Sie haben wohl... Also, es war nicht direkt, dass sie es abgekauft haben, aber sie haben wohl irgendwie der Mutter ein bisschen unterstützt oder auch so Sachleistungen ein bisschen was übermitteln lassen, das schon. Und man könnte heute nicht über diese Hebamme irgendwie... Nee, gar nichts. Deine Eltern wissen gar nicht, wo diese Frau ist oder ob die noch lebt oder gar nichts. Sie wissen den Vornamen der Hebamme, das nützt natürlich gar nichts. Das ist ein Name, wie jede dritte Frau in Südamerika heißt. Na gut, aber Sie wissen, in welcher Stadt ist es passiert? Oder passiert? Ein Vorort von Buenos Aires. Ah, das auch noch. Das heißt, in einer riesengroßen Stadt. Ja. Da such mal eine Hebamme, die vielleicht Maria heißt oder weiß ich was. So ist es sogar. So ist es sogar. Ja. Aber das, was ich eigentlich interessant an der ganzen Geschichte finde, ist, dass ich seitdem weiß, dass ich viel, viel stärker bin, als ich dachte, und vor allem auch, dass Verhältnis zu meinen Eltern viel besser ist, als ich mir jemals hätte vorstellen können, weil ich... Das wollte ich dich noch fragen. Ja. Hast du es denen übel genommen, dass sie es dir nicht erzählt haben? Nein. Nein. Im ersten Moment ja, aber das war nach ein paar Tagen schon vergangen und dass mein Vater sofort da war und... Das ist toll, ja, das ist super. Also mir weinend entgegengerannt kam und sagte, ich will einfach nur, dass du mir sagst, ich bin noch dein Papa, und dann war alles gut. Warum haben sie es denn so geheim gehalten? Sie hätten es dir auch früher schon sagen können. Ja, weil sie Angst hatten. Haben das selber total verdrängt und haben das also richtig verdrängt. Ja, wie so oft, es gibt ja oft solche Geschichten, wenn Eltern das nicht sagen. Warum haben sie überhaupt noch ein Kind angenommen, wenn sie schon eigene Kinder haben oder hatten? Weil sie gerne 3 Kinder unbedingt haben wollten oder sogar noch mehr eigentlich. Waren denn die leiblichen Kinder schon da damals? Ja. Die waren schon da. Und dann kam ein adoptiertes dann dazu. Ja, genau. Ja. Und das ging dann auch so rechtlich, ging das auch mit nach Deutschland bringen und... Ja, das war ja das ging. Gut gefälschte Dokumente. Ja, mit den, klar, mit den Dokumenten. Ja, das ist ja eine Geschichte, Nadja. Jetzt ist meine Sendung gleich vorbei. Schön, dass du angerufen hast und sie uns erzählt hast. Und vor allen Dingen schön, dass du so glücklich bist und letztendlich doch alles gut dann sich zum Guten gekehrt hat. Das stimmt.
Trotzdem sollte man das, denke ich, immer den Kindern so früh wie möglich sagen. Ja, das glaube ich auch. Denke ich auch. Ja. Alles Liebe, alles Gute dir. Danke, gleich. Tschüss. In der Technik war Uwe Petersen und wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio Live, 1 Uhr wieder.